Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DanielLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in den letzten Folgen haben wir ein bisschen trainiert. 3 Folgen fand ich ehrlich gesagt schon ein bisschen zu viel. Und jetzt machen wir uns auf zum Bosskampf gegen Agria. Aber vorher baller ich mir hier noch einige Gerichte ein, die ich noch übrig hatte. Zum Beispiel hier P und A Verteidigung um 30% erhöhen. Das könnten wir vielleicht gebrauchen. Daran hätte ich vielleicht auch denken können, aber denken ist nicht so was ich gut drin bin. So, wir haben hier Stabregen und vorteilhafter Angriff. Okay. KP wieder wenn man einen verkuppelten Gegner angreift, meinetwegen. So, ein Level Up habe ich noch offscreen gemacht. Und das verteilen wir jetzt mal alles locker. Was haben wir ja noch? Jetzt können wir wieder aussuchen, was wir nehmen. Überschreitungsverlängerung. Nee. Ich hätte gerne mehr so Arzt. Können wir aber nicht doch hier. Seelenschürer-Drehung. Ein Arkan hat belebende Wirkung mit. Okay. Da gehen wir hier auf Stärke. Oh. Gunst und Gelegenheit. Und. Ja, komm, hier. Kriegen sowieso nichts mehr. Also nehmen wir das direkt. So, und hier Wolkenbohrer. Was haben wir noch? Wo ist das Ding, was wir haben müssen? Haben wir das schon? Hier sitzt. Göttlicher Streif. Stahlreigen. Oh, das kriegen wir sogar. Okay. Ich wollte eigentlich direkt in den Bosskampf rein, aber ja, wir sind hier noch am Leveln, also müsst ihr euch schon was gedulden. Wir müssen ja auch stärker werden. Ja, dann muss ich die ganzen Arzt gleich noch alle einstellen und so. So, er hat schon alles. Variable Abzug. Was noch? Nichts mehr. So. Dann machen wir erstmal hier. Zack. TP. Und direkt wieder ein paar Sachen. Gunst der Stunde? Was? Ja, wir werden hier bei dem Ding noch nicht. Oh, verdammt. Also bei. Den Anfangsdinger werden wir noch nicht dazu kommen, hier einige zu ignorieren. Hier verbinden sich irgendwie noch alle mit allen. Aber ich glaube, wenn das hier wieder sich erweitert, dann. Oh, verdammt. Dann, ja. Dann haben wir wieder weniger Auswahl. Dann sind nicht wieder alle Dinger miteinander verbunden. So, Elise, was hast du hier? Ich kann schon gleich hier Dinge erweitern. Schmetterklingen. So, FP, KP-Schub. Verwundener Geister als Hilfspartner deckst du der anderen Figur ab. Oh, cool. Überschreitungsverlängerung. TP-Schub. Bei Erholung nach Gro werden TP vollständig wiederhergestellt. Cool. Aber. Oh, hier ist noch eine Art. Und da ist auch noch was. Seht ihr, das alles miteinander verbunden? Deswegen. Sind noch jetzt erstmal vollkommen egal, was wir hier nehmen. Ach, er auch noch. Wildes Gebrüll. Bei dir haben wir schon, ne? Gut. Flinke Umrundung. Was? Wir haben noch flinke Umrundung. Ich stehe vorne ab, 5 Sekunden nach rein. Rückwärts kannst du rumgehen. Keine Ahnung. Nein. Hier. Wirbelwind, danke. Boah, ich komme noch gar nicht dazu, die ganzen Arts hier alle zu lernen. Also anzuwenden und anzugucken und was weiß ich. So, erstmal hier die ganzen Fertigkeiten. Feuerschutz, haben wir Feuerschutz? Nee, haben wir nicht. Günstige Gelegenheit. Beim Wirken eines Geistarts können verbundene Arts ausgelöst werden. Hä? Okay. So, Heilungsanteil, ja, lassen wir erstmal. Sie hat gerade nicht so viel FP, deswegen. Angriffsumwandlung. Senkt A-Angriff und halt P-Angriff. Oh, cool. Verdoppelt man Aufnahme das Zeitfenster, in dem sie gewirkt werden können. Ach so, ja, okay. Aber ich würde dann lieber hier Heilungsanteil haben. So, du hast noch hier Leben hoch. Und verdammt. Okay, im Moment habe ich nicht viel Zeit hier. Ich möchte den Bosskampf noch machen. So, jetzt würde ich gerne speichern, damit ich hier
die ganzen Level-Ups nicht nochmal machen muss, wie beim letzten Mal. So, im Gasthaus habe ich mich auch kurz ausgeruht. So, und wir nehmen Lisa auf jeden Fall. Wir nehmen Rowan wegen Zauberschutz. Wir nehmen, ich glaube, Elvin und Leia. Nimm mal Leia. Weil sie hat sich ja irgendwie so gut verstanden mit Agria. So, damit haben wir 5 Minuten schon mal aus dem Fenster geworfen und jetzt fangen wir dann mit dem Boss an. Habe ich auch nichts vergessen? Ich glaube nicht. So, komm her! Ja, okay, kennen wir schon. Siehe Part 123 oder 122, glaube ich. Da waren die. So, nochmal, der Kampf gegen die Irre. Ja, und mein Ding ist voll hoch. Au, 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 au. So, erstmal will ich die Magier hier platt machen. Wenn ich dazu komme. Erstmal will ich was bei dir klauen. So, komm her. So, jetzt habe ich meine ganzen Dinger natürlich nicht gesetzt, meine Art. Und die machen uns immer noch voll platt. Mann. Aber ich glaube, es bringt was. Zack. Oh, Heilungsanteil, oder? Zack. Verdammt. Welcher Angriff war denn nochmal? Also hier. Bam. Oh, ihr könnt ruhig mal aufhören hier und losgehen. Aua. Wir machen uns immer noch verdammt Schaden. So. Ich anfällig gegen Wasser, ne? Und wir machen jetzt voll Platz, sehe ich gerade. Da sind wir 2 Level am Trainieren, ne? Jetzt kommt sie mit ihrer Mystik-Art wahrscheinlich und macht uns platt. Oh, oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Elise. Elise, ja, Elise, was mache ich? Hier. Au. Gehst du weg. Verdammt, Roll. Elise, kannst du ihn wiederbeleben? Wäre voll toll. So. Und jetzt Mila, komm mal rein. Damit jeder was vom Spaß hat. Aua. Lass mich los. Oh Gott. Warte mal. Aua, aua. Ey, aua. Konnte ich das nicht verbinden? Warum greifst du mich an, Mila? Weißt du, sie noch alle. Ich komme nicht. Ich komme nicht dazu. Hat sie sich wieder ein bisschen geheilt? So, jetzt kommen wir hier. Kannst du hier diese Wasserattacke? Ja. Was soll dieser Angriff? Oh. Muss was klauen, Leia. Sonst heilt sie dich. Jawohl. Und zack, Sturmkollision. Okay, das war's. Verbindet euch mal anders. Nein, das war jetzt nicht gut. Das hat's nicht so gebracht, glaube ich. Zack. Und zack. Zack. Jawohl, wollte schon sagen. Sharing is caring. Ha. Komm schon, wir haben nicht gleich oder auch nicht. Ah. Oh nein, jetzt macht die wieder das. Komm schon, geh schnell kaputt. Komm schon. Oh, wir haben nicht dort gleich. Jetzt kannst du dich nämlich nicht mehr heilen. Und. Was kommt schon? Nein, ich habe keine TP. Und wir haben sie. Geil. Jawohl. Oh, schön.
Na schön. Nein, muss aber was anderes. Jawohl. What's wrong? Mila, I don't stink, do I? No, you're totally fine. Did I ask you? Oh Gott. Mystische Art bei Gegnern. Manche Feinde sind ebenfalls in der Lage, mystische Art zu verwenden. Was heißt sie ebenfalls? Ich kann keine mystische Art anwenden. Was soll das? Wenn sie eine Grenze überschreiten befinden, können sie ihre mystischen Art aktivieren, nachdem sie mit einem Arkanat verbunden haben. Um diesen massiven Schaden zu erscheinen, soll das die Arkanat unmittelbar vorstehen. Jawohl. Na gut, haben wir das auch geschafft. I should warn you. I'm still not used to the sensation of sweating during exertion. Couple that with my somewhat clumsy sword grip, and well, you might consider being a little more cooperative. Where is the lance? A secret passageway runs under the laboratory. It connects to Orta Palace. And that is? That's the palace Noctigal rules from. I've never heard of this passageway. Is it still usable? Only if you're a worm. It's caved in now. So we can't use it. Hey, get back here! What? Maxwell, one of these days, I'm going to rip that pretty face of yours to pieces! And you, pimple, listen up. Work, work, work as hard as that scrawny body of yours can handle, and you'll still wind up with only two things, Jack and Squat. Why do you say stuff like that? That girl has serious issues. Ach, nee. Orta Palace, the enemy stronghold. We should be careful. I know. Let's check things out first. Verbindungsfanatiker, Rächer. Okay, Akia, die Schattenlose. Why did that Agria girl say such awful things to me? That wretched little urchin actually nobility? Yes, I do believe that she is the scion of the Travis family. The Travis estate was destroyed by arson a few years ago. Most of the Travises died in the blaze. She lost her whole family? No wonder she turned out that way. How interesting. You can sympathize with someone you despised mere seconds ago. Yeah, I guess that's the kind of thing Agria would say reeks of naivete. Perhaps she would. But I find it to be a kind and gentle smell. I agree. Oh dear. Perhaps we're starting to smell a bit cheesy ourselves. Thanks, you guys. So, mein Gott. Sie gewinnt und damit basta. Aber erstmal speichern. Ich hatte nicht geplant, so viel heute aufzunehmen. Deswegen, das sage ich ehrlich gesagt immer, aber was soll's. So. Neue Art, dann werde ich mir Arzt mal so angucken, wo ich die platzieren soll und was weiß ich. Und mal gucken. So, das Ding haben wir schon, ne? Wenn du kann. Oh, cool. Nase juckt. Ja, dann nehmen wir das hier noch. Und weiter im Text. Mit Elise. Elise. Und sie kann ja Dinge erweitern. Da schon direkt das Ding, wie geil. Nehmen wir das direkt. Krankenschwester. Oh, das heilt glaube ich alle. Wenn ich mich nicht recht erinnere. So. Was haben wir hier? Ausdauer, maximal KP. Siegelnde Abwehr. Psyche um 10%. Geist. Ja. Und... Nächste hier. Überschreitungsverlängerung, was soll's. Und hier. Und noch eins irgendwo. Am besten hier TP. Ja. Und Intelligence. So, Jolt. Illusionsblitz, du hast schon dein Dingen. Okay. Ich glaube, wir bekommen die immer automatisch, weil die alle hier so anliegen. Komm schon, schaffe ich das noch in dem Part? Okay, da würde ich mal sagen, ich beende den Part hier. Und geil. Gewonnener Titel, Großmeisters Erbe.
Ja, dann beende ich den Part hier und wir sehen uns im nächsten Teil von Let's Play Tales of Xillia. Bis später. Ciao.